Interessant ist ja auch, dass eigentlich in vielen Städten gerade Uhrentreffpunkte sind. Da wäre interessant, mal rauszufinden, woher das kommt. Die Weikert-Uhr steht eigentlich für Graz aus ihrer persönlichen Erinnerung seit ewigen Zeiten in Wirklichkeit, also erst seit vielen Jahrzehnten. Aber es ist ein Hotspot-Platz, der, wenn man das mit der Chaos-Theorie ausdrückt, eine gewisse unbewusste Anziehung hat. Die Weichert-Uhr ist wahrscheinlich ein Treffpunkt, der wenn er schon über mehrere Generationen Treffpunkt ist in Graz, etwas, was sich historisch herausgebildet hat und was nicht intendiert war, ne? Es gibt immer Leute, die dort warten. Also es gibt wahrscheinlich wenige Uhrzeiten am Tag, wo einmal niemand wartet bei der Weckertour. Wenn man es übertrieben betrachtet, besteht das ganze Leben von der Geburt bis zum Tod aufs Warten. Man wartet auf seine Babynahrung, man wartet, dass man endlich in die Schule geht. Und je mehr wir wahrnehmen, umso schneller vergeht die Zeit subjektiv. Der Grund ist ganz einfach, weil wir alles wahrnehmen wollen. Man wartet, dass man halbwegs ernst genommen wird, man wartet auf Partner, man wartet auf Beruf. Der eine sagt vielleicht, naja, ich habe keine Zeit, ich muss so viel arbeiten, weil ich hätte gerne einen Porsche. Der andere sagt, ich brauche gar keinen, ich habe Zeit genug. Man wartet auf Ausbildungsabschluss, man wartet auf Pensionierung. Ein ganz signifikanter, dicht besetzter Ort, der eigentlich Stadt repräsentiert. Das wäre ein schöner Gedanke. Genau, da spielt sich eigentlich die ideale Stadt ab, weil alle dort sein dürfen.